Zukunftsforschung. Darum geht es heute im Podcast von Dein Spiegel. Wie leben wir im Jahr 2050? Fliegen Kinder morgens mit einer Drohne zur Schule? Was gibt es zu essen? Wie wirkt sich der Klimawandel aus? Kurz, woher weiß man, wie die Welt in 30 Jahren aussieht? Einfache Antwort. Man weiß es gar nicht. Man kann nur versuchen, eine möglichst gute Vorhersage zu treffen. Das funktioniert meistens so. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gucken sich einen Trend an, den es schon gibt. Zum Beispiel, seit Jahren werden Computer ständig kleiner und gleichzeitig besser. Dann überlegen die Experten und Expertinnen, wird das so weitergehen? Und falls ja, was passiert dann? So kommen sie beispielsweise auf die Idee, dass Menschen in 30 Jahren keine Laptops mehr haben werden. Stattdessen werden in Möbeln, Kleidung oder Fahrzeugen überall Kleinstrechner stecken. Das ist aber nur eine Vorhersage, kein Versprechen. Es kann ja etwas Unvorhersehbares dazwischenkommen. Vielleicht gibt es ein Erdbeben, bei dem viele Geräte, die Energie erzeugen, kaputt gehen. Dann würde man die wenige Energie, die noch zur Verfügung stünde, lieber zum Heizen nutzen, als damit Computerspiele zu zocken. Und dann würde auch niemand Mini-Rechner zum Spielen entwickeln können. Die Vorhersage über die Laptops und Kleinstrechner wäre also falsch. Schauen wir uns mal ein paar Themen an und überlegen uns, wie das in Zukunft wohl sein könnte. Klima. Wie hoch ist der Meeresspiegel im Jahr 2050? Ziemlich sicher höher als heute. Das liegt am Klimawandel. Aber trotzdem werden die Orte an der deutschen Küste sehr wahrscheinlich nicht überflutet sein. Deutschland ist ein reiches Land und kann sich gute Deiche leisten. In anderen Ländern sieht das anders aus. Inselstaaten wie Kiribati mitten im Ozean könnten eines Tages komplett überflutet werden. Auch in Deutschland wird man die Folgen des Klimawandels an vielen Stellen merken. Das Umweltbundesamt sagt voraus, dass es in 30 Jahren mehr Gegenden geben wird, in denen es wärmer ist als heute. Klingt erstmal nicht schlimm, bedeutet aber auch mehr Trockenheit. Das ist vor allem ein Problem für Bauern, deren Felder viel Wasser brauchen. Klimawandel heißt nicht, dass immer und überall in Deutschland Katastrophenwetter herrscht. Aber es wird öfter extremes Wetter geben. Und wenn es stürmt und gewittert, dann wohl häufig stärker als heute. Dabei kommt Deutschland im Vergleich ganz gut weg. Arme Länder, in denen es heute schon zu heiß ist, werden noch mehr Probleme haben. Thema Energie. Woher kommt in Zukunft der Strom? Die Energie der Zukunft wird zum großen Teil mit Hilfe von Wind, Sonne und Wasserkraft entstehen. Einige Staaten werden vielleicht auch auf Atomkraft setzen. In Deutschland sieht es danach aber nicht aus. Bisher wird viel Strom aus Kohle, Öl und Gas gemacht. Davon gibt es aber nicht unendlich viel. Die Vorräte werden eines Tages aufgebraucht sein. Die beste Art, mit Energie umzugehen, ist eine andere: das Energiesparen. Die Geräte, die die Menschen in Zukunft nutzen, werden weniger Energie fressen. Thema Ernährung. Werden wir alle Vegetarier? An den Zähnen von Urmenschen kann man erkennen, seit vielen, vielen Jahrtausenden essen Menschen Fleisch. Das werden sie wohl auch in den kommenden 30 Jahren tun. Aber wahrscheinlich essen sie weniger Fleisch als heute und vielleicht auch anderes. Fleisch kann heute nur mit viel Aufwand hergestellt werden. Tiere müssen gehalten, gefüttert und geschlachtet werden. Danach muss das Fleisch transportiert und kühl gelagert werden. Allein für Futtermittel wie Soja oder Mais braucht man viel Energie, viel Wasser und riesige Anbauflächen. Das Fleisch der Zukunft könnte also im Labor wachsen. Daran wird bereits geforscht. In Fleisch steckt viel Eiweiß, das Menschen brauchen. Auch Insekten wären gute Eiweißlieferanten. Im Jahr 2050 werden die Menschen in Deutschland aber wahrscheinlich keine Käfer knabbern. Die Insekten werden vielleicht gemahlen und anderem Essen beigemischt. Zurzeit wird auf der Erde noch viel zu viel Essen weggeworfen. Da könnten Würmer eine Lösung sein. Sie fressen die Abfälle, werden dadurch fett, dienen dann als Hühnerfutter. Und der Mensch isst die Eier. Thema Schule. Werden Roboter Schulnoten vergeben? In manchen Schulen in China helfen Maschinen heute schon dabei, Noten zu vergeben.
In Deutschland verändert sich die Schule dagegen nur sehr langsam. Mit ziemlicher Sicherheit werden deutsche Lehrer auch im Jahr 2050 noch Noten geben. Es ist aber gut möglich, dass ein Computer der Lehrerin empfiehlt, wie sie benoten sollte. Dazu vergleicht der Computer die Leistung des Schülers mit der von tausenden anderen. Auch im Jahr 2050 werden Schüler und Schülerinnen noch Mathe, Lesen und Schreiben lernen. Das wird aber anders ablaufen als heute. Jeder wird vermutlich den Stoff lernen, der für sie oder ihn am besten passt. Die eine kriegt etwas leichtere Aufgaben, der andere eher den schwierigen Stoff. Und vielleicht werden Übersetzungsprogramme so gut sein, dass man weniger Fremdsprachen lernen muss. Thema Freizeit. Werden wir mit Robotern befreundet sein? Sehr wahrscheinlich nicht. Freunde können sich in die Lage des anderen hineinversetzen. Sie wissen, ob man gerade gut drauf ist oder Aufmunterung braucht. Roboter können das noch nicht so gut. Mit Freunden unternimmt man außerdem ganz unterschiedliche Sachen. Man spielt mit ihnen Basketball, lästert über die Lehrer oder zockt Fortnite. Roboter hingegen können bisher meist nur eine Sache richtig gut. Falls es Fortnite in 30 Jahren noch geben sollte, wird sich das Spiel viel echter anfühlen als heute. Manche Kinder werden deswegen noch mehr Computer spielen und darüber womöglich noch häufiger mit ihren Eltern streiten. Thema Verkehr. Gibt's endlich fliegende Autos? Nein, wahrscheinlich nicht. Vielleicht fliegen in engen Städten ein paar Transportdrohnen durch die Luft, die zum Beispiel Pakete ausliefern. Aber das wird die Ausnahme sein. Von fliegenden Autos träumten die Menschen schon, als Umweltschutz noch nicht so eine große Rolle spielte. Und als man dachte, dass es auf den Straßen immer enger wird, weil immer mehr Fahrzeuge unterwegs sind. In Deutschland werden in 30 Jahren aber wohl weniger Menschen leben und die meisten von ihnen dann in großen Städten. Man wird also nicht mehr Verkehrsmittel benötigen, sondern schlauere. Ein Auto, das Leute aufsammelt, die in die gleiche Richtung wollen, zum Beispiel. Einige Forscherinnen und Forscher schlagen vor, dass alle Verkehrsteilnehmer eine Art Monatskarte bekommen. Sie könnten damit Bus fahren, sich aber auch einen Roller, ein Fahrrad oder ein Auto ausleihen. Ein Computer sagt ihnen, welches Verkehrsmittel gerade am besten geeignet ist. Thema Arbeit. Welche Berufe sterben aus? Früher dachte man, in der Zukunft würden Roboter den Menschen die schwere körperliche Arbeit abnehmen. Tatsächlich aber könnten selbst manche Ärzte durch Computer ersetzt werden. Ein Röntgenarzt zum Beispiel schaut auf Röntgenbildern nach typischen Anzeichen von Krankheiten. Ein Computer wird das bald besser können. Er kennt tausende Röntgenbilder, sortiert sie nach Mustern und kann so die Zeichen für eine Krankheit entdecken. Womöglich gibt es den Röntgenarzt in Zukunft nicht mehr. Für den Umgang mit Patienten werden aber weiterhin Ärzte gebraucht. Ebenfalls ein gefährdeter Beruf? Lkw-Fahrer. Weil es künftig mehr selbstfahrende Lkw gibt, werden die Fahrer nicht mehr ans Steuer müssen. Einige könnten aber durchaus in einer Zentrale sitzen und die Fahrzeuge überwachen. Es könnte auch sein, dass einige Texte in Zeitschriften wie Dein Spiegel in Zukunft nicht mehr von Journalisten geschrieben werden. Schon heute gibt es Sprachsoftware, die bei einfachen Themen Texte erstellt.